Ich weiß nicht, vielleicht weiß das ja einer und kann mal in die Kommentare posten, was es sonst für Mods gibt. So, haben wir noch eine Mission? Trader City sind hier anders. Wir können mal zum Bandit Camp fahren. Hero Camp, Aircraft Dealer. Bandit Camp, das ist halt der Bandit Trader. Okay. Weapon Trader. Oh mein Gott, das ist was ganz im Norden. Sollen wir da mal hin? Ja, und da war ich noch nicht, bei mir gerne hin. Können wir mal gucken, vielleicht kann man da ja mal richtig geile Sachen kaufen. Das sind Trader, die spawnen immer random. Okay. Weil vorher waren die nämlich woanders. Okay, weil die sind echt da, wo man normalerweise nicht hingeht. Also das sind Gebiete, wo ich damals meine Zelte mal gebaut habe, als es noch nicht so diese 100% Safe-Möglichkeiten gab. Da haben wohl die meisten ihre Zelte. Boah, ich kannte alle Zelte-Spots. Wir waren so Maschinen, wir haben nachts immer alles durchsucht und irgendwann hattest du dann einfach... Wir haben so viele Server durchsucht nachts immer, auf denen wir gespielt haben. Die Leute haben aber immer gesagt, wir haben gecheatet, weil wir immer alle Zelte gefunden haben. Weil ich noch Hatschi, der behauptet bis heute noch in den Kommentaren, dass ich gecheatet habe. Wir haben so viele Zelte einfach gefunden. Wir sind nachts zu viert immer wirklich so Kästchen für Kästchen abgelaufen, haben einfach alles gesucht. Ja, das hat auch so mega viel Spaß gemacht. Und jetzt geht man einfach hin, baut so für, keine Ahnung, spielt 10 Minuten, baut man ein Haus oder kauft sich ein Safe und dann hat man zu 100% Sicherheit, dass die Waffen drin bleiben. Ja. Kannst du mal schauen, wo das Event ist? Die Mission? Ja. Zelenogorsk. Okay, da fahren wir sowieso lang. Dann machen wir die sogar. Ich wollte nämlich ganz im Westen hochfahren, die Straße, und dann einfach im Norden der Map rüberfahren zu dem Händler. Aber wenn wir da eh in der Nähe sind, können wir das machen. Hier gibt es jetzt nebenbei, wenn man einen Spieler tötet und der Geld dabei hatte, gibt es die Möglichkeit, Geld plündern. Ganz cool gemacht. Ja. Schon gemacht, ein bisschen Geld geplündert von anderen. Und was ich wirklich schade finde, ist, dass man zu 100% Sachen safen kann. Auch das mit den Keys so für die Autos nicht blöd. Das ist ja das, was sie in Origins gemacht haben, einfach die Fahrzeuge geklaut. Ja. Das geht jetzt hier nicht mehr so leicht. Bestes Beispiel war die Car von unserem Nachbarcamp aus dem letzten Video. Ich weiß nicht, vielleicht weiß das ja einer und kann mal in die Kommentare posten, was es sonst für Mods gibt. Tim Z ist ein sau guter Mod, aber spielt leider keiner mehr. Und sonst wüsste ich eigentlich nichts. So normales DayZ, ich weiß nicht. Könnten wir auch mal wieder anspielen. So normales DayZ, so Zelte suchen. Ja, die haben jetzt mit dem letzten Patch. Haben wir jetzt auch wieder ein paar neue Sachen gefunden und ich bin mir auch sicher was. Okay. Und sonst. Taviana gibt's glaube ich noch mit Epoch zusammen, ne? Oder gibt's auch einzelne Taviana? Ja, einzelne Taviana gibt's bestimmt auch, aber ich denke nicht so sehr. Ich glaube gar nicht besucht, weil das war ja mal Origins, so. Epoch oder Origins Taviana? Lingor, aber Lingor ist auch schon mega lang. Ja. Spielt glaube ich auch keiner mehr. Lingor war die allererste Map, so boah, die hat richtig frischen Wind dazu gesorgt, weil DayZ wurde ja schon übertrieben gehypt und so, ne? Also Chernobyl gab es damals noch. Mhm. Und dann haben die Russen, glaube ich, Lingor gemacht und dann, boah, Alter, wurde das. Es wurde so übertrieben gehypt. Ich glaube, kurz danach kam auch. Ne, ich glaube, Origins kam es erst später, ne? Zuerst kam Namalsk und sowas, ne? Namalsk war auch mal cool, aber das kannst du jetzt auch nicht mehr spielen. Spielt jetzt keiner mehr. Und wenn, dann ist zurzeit ja. Leider alles mit Epoch kombiniert, weil Epoch ist ein sauguter Mod, aber meiner Meinung nach viel zu einfach. Okay, warte, wir sind in Zelenogorsk, ich mache mal eben hier einen Wegpunkt. Meiner Meinung nach erstens viel zu einfach und zweitens Desinki.
Weil ja. Das mit den Trader Zones hat einfach alles Decent Key gemacht. Ah, ich sehe die Bots schon. Von dem Hügel hier können wir die perfekt holen. Von dem kleinen, so ein Dreckshügel hier. Wo also, siehst du der die? Bietet perfekt Deckung. Die sind da mit noch ein Feld. Ach lol, okay, da. Sind ja noch 4 Stück. 5. Ich laufe mal ein bisschen näher. Zu so einem Heuball. Sag Bescheid, wenn ich machen will. Ja, du kannst ja eigentlich schon anfangen zu machen. Ich überlege nur, was war denn das für eine Mission? Das sind nur 2, 4, 5. Da hast du eine DMR? Nee, SOD. Jo. Überlebt noch einer? Der in der Mitte? Hat einen Headshot kassiert, sollte tot sein. Geh du hin, die könnten auch nur ohnmächtig sein, ne? Okay. Einfach mal kurz über alle drüber laufen, wenn du Gear machen kannst, sind die tot, ansonsten sind die nur bewusstlos. Okay, die Kiste ist auf jeden Fall auch hier. Ich höre auf jeden Fall schon... So, Gear. Ja, der hat also kein Gear. Der tot. Ja, jetzt hat der Gear. M8 Automatic Rifle. Ich nehme mal das Magazin mal. Müsstest du auch hier einen Rucksack looten können. Wenn du noch keinen guten hast. Ich habe einen Open Large Gunpack eben, also einen Large Gunpack eben bekommen. Also. Ich guck mir hier noch. Ich hol das Auto schon mal. Okay. Oh, ich werd beschossen. Eine DMR. Ja. Vom anderen Berg gegenüber. Von dir aus ja. Gesehen. Sure, ist aber richtig dumm. Das ist richtig weit weg. Soll ich schnell mit dem Auto kommen oder wollen wir gucken, wo der ist? Nee. Guck mal. Du hast ja einen Sniper, ne? SVD. Ja. Du kannst eigentlich den wegsnipern. Ich kann den noch ein bisschen baiten. Ich gehe jetzt mal zur Kiste. Der muss rechts von mir sein. Ja, ich habe gehört, aus welcher Richtung die Schüsse kamen. Okay. Ich guck mal. Zwei Gillies, oh Gott. Siehst du den? Oh, ich wurde zweimal getroffen. Mhm. Der Ball hat Dauerfeuer. Ja. Hör die zwar, aber da sind zu viele Bäume. Seh da nichts. Ich verbinde mich mal. Ich habe zwei Gillies geklaut. Ich lauf mal hier in die Scheune oder zu den Gebäuden hin. Ich sehe jetzt ein bisschen schwarz-weiß leider. Na, hier ist noch eine Base, aber die Base sieht ziemlich leer aus, würde ich mal behaupten. Sonst hätten die sich schon gewehrt. Also der wird wahrscheinlich jetzt seine Deckung. Der wird wahrscheinlich jetzt seine Deckung vernachlässigen. Also ich habe noch so 6000 Blut habe ich noch, also ich bin nicht tot. Ich bin jetzt hier auch erstmal safe. Ich werde jetzt mal gucken, vielleicht habe ich noch einen Bloodpick in der Tasche. Habe ich leider nicht. Aber ich kann mich umziehen. Waren keine Waffen drin nebenbei. Nee, ist aus. Oh, da steht ein Auto. Das ist ja auch General Supply Mission. Die einzigsten Waffen kann man von den Bots looten. Okay. Vom Schießen her waren die Spieler nicht gut. Haben einfach ein Dauerfeuer gemacht. Ich habe 30 Schüsse geschossen und davon 2 getroffen.
Habe ich hier eigentlich ein Fahrrad? Ja, Toolbox kannst du zum Fahrrad machen, aber das kannst du nicht wieder reinpacken. Okay. Dann mach ich das mal. Dann fahre ich mal hier weg, einfach in seinen Wald und guck mal, ob ich ihn vielleicht sehe. Ja, ein Auto fährt, Auto fährt, Auto fährt. Okay, zu mir? Ja, ja. Bisschen so etwa zwischen uns, würde ich sagen. Zwischen mir und der Scheune, wo du bist. Bisschen der Scheune mit dem roten Dach, ne? Jein, ich stehe dahinter. Ja, ja. Der fährt zwischen uns. Okay, ich sehe es. Wollen wir das beschießen gleich? Warte, ich sag dir wann. Von mir aus jetzt. Okay. Ich versuche einen Greifen kaputt zu schießen. Getroffen. Okay. Schieß einfach rein. Ist noch keiner gestorben, kam keine Death Message. Im Auto. Siehst du den? Ja, ja. Getroffen, ist tot. Okay. Sponge Gay Square Facts. Ich lauf mal dahin. Ja, ich beobachte den Wald da oben. Okay. Für den Fall, dass er nicht alleine war. Ja, ich lauf zickzackmäßig. Guck mal, also wenn er eine DMR hatte oder so, kann man davon ausgehen, dass der das wäre. Allah. Schön getötet von dir aus. M249, okay. Ich hätte im Gunpack einer. Ja, M14 Aim. Müsste der gewesen sein. Ja. Okay, dann hole ich jetzt meinen SUV. Jo. Ich nehme die Waffen mit. M14 ist eine schöne Waffe. Für die M249 ist auch nicht schlecht. Ja. Habe ich mir auch mal mitgenommen. 4DMR-Magazine. Weißt du was? Ich mache das so. Ich nehme mir die M14 als Mainwaffe. Und die M249 als Zweitwaffe mit in die Tasche. Zwei Giddies habe ich noch mit. Dein von Anzug. Du bist das, ne? Jo. Okay. Guck mir noch jemand die Waffen von den Bots an, weil er davon gut verkaufen kann. Jo. Ja, ich habe mir die gar nicht angeguckt, die. Also das Auto könnten wir auch mitnehmen, aber. Oh mein. Ah, ne, haben wir einen Platten gemacht. Vielleicht hätte noch was im Auto. Ne, Auto ist leer. Mal gucken, was hier nochmal in der Box ist. Dann hat er mich mit einer M14 die ganze Zeit beschossen. Ja. Oh, hier sind noch zwei Gillies und zwei Markmen. Urban Com. Oh, hier ist richtig viel an Kleidung drin. Ganz viele Tools. Also nämlich haben wir heute auch schon mal gemacht. Toolbox, Rangefinder nehme ich mit einem Sledgehammer. Dann kann ich Flashlight wegpacken, Keymarkers Kit. Fishing Pole kann man noch mitnehmen. Map kann ich weglegen, durch eigentlich nicht. Uhr kann ich eigentlich auch weglegen. Eine E-Tool, eine Crowbar, alles wichtig. Ja, da haben wir eigentlich alles aus der Mission mitgenommen.
Pirat. Ich pack mal eben die ganz. Oder hier, was möchtest du? Gilly? Oder möchtest du eine gewisse Kleidung haben? Ich habe schon Gilly an. Okay. Ja, das wäre etwas unpraktisch. Aber das ist wieder sowas an Epoch, weißt du? Die Bots, die sich absolut nicht mal wehren. Ich weiß noch, wir haben einmal gestreamt und da bist du mega ausgedastet, weil es halt einfach viel zu einfach war, Epoch. Bist einfach so mit einem Fighter reingefahren in die Bots, so, oder nee, gelaufen, ich weiß nicht. Da waren 20 Bots, die wirklich dicke Bewaffnung hatten. Ja. Du stellst dich mit einer Macke drauf rein und tötest einfach alles, so. Ja, ich erinnere mich. Das ist halt Epoch, ich weiß nicht. Die Bots hier schießen auch zurück, aber viel zu spät. Das sind zu wenig Bots. Es waren jetzt 5 Bots. Bam, 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 bam. Waren die entweder tot oder bewusstlos. Ja. Du müsstest mir gleich noch ein Bloodpack geben. Ja, aber auch so eben die Bots in Cherno. Ich stand 1 Meter neben denen. Ich habe die nicht mal gesehen und keine Ahnung. Die haben nichts gemacht. Und wenn, dann haben die auf jemand anders noch geschossen. So. Dann bleib mal eben stehen. Ich glaube, wir sind hier gerade kurz safe. Ja. Gebe ich dir mal schnell Bloodpack. Ich habe zwar genug Blut, obwohl, warte, jetzt habe ich mehr Blut. Ich glaube, man regeneriert sich mit der Zeit. Ja, tut man, aber ich gebe dir trotzdem eins. Okay. Ja, ich habe 11.000 eigentlich, aber okay. Das ist dann trotzdem ein bisschen mehr Farbe. Ist besser fürs Video, dankeschön. Was ich cool finde, pack mal bei der Tankstelle hier. Das ist auch noch cool, was ich dir zeigen muss. Okay. Also direkt vor dem Häuschen. Pack mal direkt vor dem Häuschen. Ja. Und jetzt steig mal aus und du siehst ja, da drin ist einer. Und das ist ein ziemlich cooles Teil, was sie gemacht haben, finde ich. Und dann quatsch mal an. Hallo, Refill. Hm? Mach das mal. Total Repair Cost 0,2498, okay. Ja, du kannst halt Auto auffüllen. Okay. Ja. Das ist echt cool gemacht. Sogar mit der Anzeige, ne? Ja. Hab mal den SUV aufgetankt. Okay. Ich hatte noch ein paar Mütze dabei. Hat den aber nicht komplett getankt. Nee, nee, ich hatte nur 300 Münzen dabei. Also der tankt den nur so weit voll, wie viel Münzen? Das ist echt cool. Nee, man kann sich das genau aussuchen, wie viel man haben möchte. Wie viel. Okay. Das ist mega geil. Das ist echt cool. Ist halt bei Helikopter cool. Ich weiß damals, boah, bei DayZ, Chernobyl, wo es noch nicht diese Epoch-Motzen so gab. Ey, wir haben 20 Minuten lang Dauer getankt, ne, an so einem Helikopter, bis der voll war. Aber dafür konntest du dann fast den ganzen Tag mit dem fliegen. Oh, Warning, wir haben Banditen in der Arena. Echt? Ja, irgendwo uns in der Nähe sind. Banditen Bandits. Sind NPCs, ne? Ja. Oder echte. Wäre auch cool, wenn der echte anzeigt. Das wäre mega geil. Schade, man, das Origin. Ich würde so gern Origins spielen. Naja, ist echt bitter. Die letzten Tage waren wir auch richtig deprimiert, deswegen. Wir wollten mal gestern oder vorgestern wollten wir so DayZ spielen und überlegen, ja, aber welche Mod? Und, oh, wir wollen Origins spielen. Also richtig so, och man. Und man kennt voll, wo der Map-Rand ist. So. Wie weit kann man eigentlich rausfahren? Unendlich weit. Damals gab es ja noch so, konntest du außerhalb der Map, also das nennt man ja die Debug-Zone, weil es gab damals so einen Bug, dass wenn du irgendwie spawnst, dass du in dieser Zone gespawnt bist, so 20.000 Kilometer außerhalb der Map. Und deswegen nennt man das die Debug-Zone. Und da konntest du überall also Zelte bauen und Fahrzeuge safe und so. Da haben die so, sind die 2 Kilometer rausgefahren, da haben da immer alle Fahrzeuge gesaved. Aber irgendwann hat der Dean Hall gesagt, so, nee, wir machen das jetzt so. Wer außerhalb oder wer in der Debug-Zone versucht, was zu safen, das wird nach dem Soul-Reset despawn. Dann haben die angefangen, wenn du hier lang gefahren bist, dann musstest du nur nach rechts gucken, dann hast du hier in den Wäldern überall Zelte gesehen und Fahrzeuge. Vor allem zum Beispiel, du fährst in der Debug-Zone und hier 5 bis 10 km/h schneller als auf der Wiese. Guck, hier fahren wir 50. Und hier fahren wir 58, 59, 60. Das ist ein anderer Untergrund. Ja. Das ist kein Gras. Ich zeig dir gleich mal so, wir fahren da gleich eh vorbei, kann ich dir die beliebtesten Stellen so für Lager zeigen. Natürlich diese ganzen Hügel, also rechts von uns.
Ja, wo auch so Steine sind, weil jetzt hätte man, konnte man, haben die ja immer so in Steine gebackt oder ja, so. das habe ich aber nie gemacht, das fand ich immer zu lame, das war mir zu einfach irgendwie. Unter Wasser haben wir das mal gemacht, so weißt du, es gibt so ab und zu mal so kleine Seen, also Seen so nicht, aber so, so kleine Pfützen, sag ich mal, wo man Wasser, wo man die Trinkfläche auffüllen konnte. Und da konntest du unter Wasser deine Zelte machen. Aber das ist dann ziemlich schnell rausgefunden worden. Oder das haben die Leute ziemlich schnell rausgefunden. Und dadurch, wenn jetzt the bank. Okay. Aber die haben das auf jeden Fall ziemlich schnell rausgefunden. Und dann haben die natürlich jede Wasser, jedes Wasserloch durchsucht. Ich bin mal gespannt, ob man hier besondere Autos kaufen kann oder so. Das ist jetzt der Vehikelhändler. Schauen wir mal, was der Vehikel-Trader so. Das ist auf jeden Fall keine Safe Zone, schon mal ein Pluspunkt. Trader, meine Military unarmed. Die ganz normalen einfach nur. Nein. Naja, finde ich cool, dass die random spawnen, aber muss nicht sein. Yo Leute, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da oder kommentiert das Video. Hier oben habt ihr jetzt noch eine andere DayZ-Folge und unten die letzte. Haut rein und genießt die Feiertage.